herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst hier aus der Kirche in Aalen. Wir feiern das Fest Christi Himmelfahrt. Das ist ein ganz besonderer, ein bisschen mysteriöser Feiertag. Vielen nur noch als Vatertag bekannt, der Tag für Ausflüge und geselliges Beisammensein. Und irgendwie passt das sogar zur biblischen Tradition, denn Himmelfahrt ist der Tag, an dem Jesus zu seinem Vater zurückkehrt und die Erde verlässt. Und obwohl er das tut, stellt sich bei den JüngerInnen keine Verzweiflung ein, sondern sie feiern und sind glücklich beieinander. Aber Himmelfahrt ist noch mehr. Das Wort benennt einerseits so deutlich, was passiert. Jesus fährt auf in den Himmel. Die JüngerInnen blicken ihm nach und schauen in den Himmel. Aber was ist dieser Himmel? Wo ist dieser Himmel? Genau diesen Fragen wollen wir in diesem Gottesdienst nachgehen. Lasst ihn uns feiern im Namen unseres Gottes, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Im Namen Jesu Christi, der in den Himmel aufgefahren ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der den Himmel und die Erde miteinander verbindet. Amen. Wir beten und singen zu Gott. Herr unser Gott, am Tag deiner Himmelfahrt blicken wir dir nach. Wo ist der Himmel, in den du aufgenommen wurdest? Wo bist du, wenn wir dich suchen? Wie können wir dich spüren, wenn du nicht mehr wirklich bei uns bist? Herr unser Gott, im Himmel bist du und doch ganz nah. Jeden Tag und besonders heute, wenn wir uns an deine Himmelfahrt erinnern, berührt der Himmel diese Erde. Wir bitten dich, lass uns den Himmel spüren in diesem Gottesdienst und an diesem Tag. Verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. Jesus Christus, der Himmel steht offen. Du zeigst uns die Erde. Du bist bei Gott und du bist uns ganz nah. Du hältst Himmel und Erde in deinen Händen. Du hältst auch uns. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Die heutige Lesung steht in der Apostelgeschichte des Lukas im ersten Kapitel. Jesus zeigte sich den Aposteln nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.
Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Liebe Online-Gemeinde, Christi Himmelfahrt, ausgerechnet das christliche Fest, bei dem sich eigentlich schon aus dem Wort erklärt, worum es eigentlich geht, bleibt gleichzeitig sehr schwer zu fassen. Ich habe Ihnen heute ein paar Beispiele mitgebracht, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Ich habe unsere KU4-KonfirmandInnen, also ViertklässlerInnen, gefragt, wie sie sich das vorstellen, Jesu Himmelfahrt. Und ich habe ganz unterschiedliche Antworten zu hören bekommen. An der Stelle, an der Jesus stand, war für den Moment die Erdanziehungskraft geringer als überall sonst. Und deswegen ist er nach oben geschwebt. Oder Jesus ist gebeamt, hat sich kurzzeitig aufgelöst und dann in der Wolke wieder materialisiert. Oder ganz anders, vielleicht war das ja auch nur eine Täuschung. Und er war gar nicht wirklich weg, aber die Jünger waren einfach zu blöd, um ihn zu sehen. Oder aber auch, Gott hat seinen Bugatti auf die Erde geschickt und mit dem ist Jesus dann in den Himmel gefahren. Oder ganz schlicht, es hat auf jeden Fall etwas mit der Gravitation zu tun. Sie merken schon, nicht alle Vorschläge waren so ganz ernst gemeint, aber jeder auf seine Art ist großartig, weil er sich nicht zufrieden gibt mit dieser undeutlichen Geschichte von Jesus, der irgendwie in einer Wolke verschwindet. Zusammen kamen wir schließlich im Gespräch darauf, dass es eigentlich gar nichts bringt, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie Jesus in den Himmel kommt. Erstmal muss man doch wissen, wo er eigentlich hingeht. Wo ist dieser Himmel überhaupt? Die Szene aus der Apostelgeschichte malt das Bild von Jesus, der emporgehoben wird, der auffährt in den Himmel. Dieses Bild kennen wir. Viele Maler haben es aufgenommen und zeichnen Jesus irgendwo im oberen Drittel des Bildes zwischen den Wolken, im Himmel eben. Und wer hatte nicht als Kind dieses Bild vom Himmel, von Gottes kleinem Haus auf einer Wolke und von Engeln, die zwischen den Wolken hin und her schweben. Eigentlich war das ein schönes Bild. Es war ein ganz farbiges, lichtdurchflutetes Bild. Alle Farben des Sonnenaufgangs waren irgendwie integriert. Aber schon meine Viertklässler haben ganz genau verstanden, der Ort, den wir heute sehen, wenn wir in den Himmel über uns gucken, die Wolken, die Flugzeuge, das kann nicht der Himmel sein, von dem die Bibel spricht. Nicht umsonst unterscheidet ja die englische Sprache zwischen Sky und Heaven. Aber wenn ich mich von dem Kinderglauben von Jesus auf einer Wolke sitzend verabschiede, welches Bild vom Himmel bleibt dann? Wie kann man ihn sich vorstellen, den Himmel? Und was haben wohl die JüngerInnen gesehen, als sie Jesus nachgeblickt haben?
Ich nenne Ihnen noch ein paar Versuche meiner K.O.-4-Kinder. Im Himmel sind alle Menschen glücklich. Der Himmel ist eine andere Dimension, so etwas wie ein Paralleluniversum. Es gibt einen Himmel für Menschen und einen Himmel für Tiere, aber ich weiß nicht, ob die beiden miteinander verbunden sind. Oder wieder ganz schlicht, im Himmel ist Gott. Überlegen Sie doch mal für sich, was Sie wohl antworten würden. Was ist der Himmel? Wo ist der Himmel? Die schönste Antwort, die ich bisher darauf gefunden habe, hat Detlef Block geschrieben. In dem Lied, das wir Ihnen gleich vorsingen werden, heißt es in einer Strophe: Gott ist nicht, wo der Himmel ist. Wo Gott ist, da ist Himmel. Ich liebe diesen Satz, weil er in ganz schlichten Worten eine so wichtige Botschaft vermittelt. Der Himmel ist kein festgelegter Ort. Wer Gottes Gegenwart erlebt, wer bei Gott ist oder spürt, dass er von Gott umgeben ist, der erlebt den Himmel. Vielleicht haben auch die biblischen Autoren eigentlich versucht, das auszudrücken. Denn die Wolke, von der sie sprechen, die steht in vielen Geschichten eben für die Gegenwart Gottes. Wenn Jesus von einer Wolke aufgenommen wird, dann ist das nicht das Transportmittel, das ihn in den Himmel befördern soll, sondern dann ist das ein Beispiel dafür, dass Gott jetzt um ihn herum ist, ihn schützend umgibt und gleichzeitig alles, was er auf Erden erlebt hat, in sich aufnimmt. Und der Blick der JüngerInnen in den Himmel, vielleicht haben sie tatsächlich für einen kurzen Moment das Glück gehabt, dass der Himmel offen stand, dass sie einen Blick erhaschen konnten auf diesen Raum, überall um sie herum, auf Gottes Gegenwart. Das würde erklären, warum sie glücklich und getröstet sind, obwohl Jesus weg ist. Himmel, das kann man nicht erklären, auch nicht malen, das muss man erleben. Manchmal gelingt uns das hier auf der Erde, Himmelsmomente zu erleben. Dafür muss man nicht in einer Kirche sein. Es gelingt manchen einfach bei einem Spaziergang durch den Wald. Es gelingt da, wo Menschen zusammenstehen, wo Freunde füreinander da sind. Es passiert da, wo ein jahrelanger Streit endlich beigelegt wird. Es gelingt da, wo für mich die Zeit stehen bleibt, weil ich einfach glücklich bin. Überall da entsteht ein Gefühl von Weite, von Leichtigkeit und Frieden. Überall da ist Gott ganz nah. Der Himmel steht offen. Und weil er da ist, erleben wir auf einmal ganz direkt den Himmel auf Erden. Aber das Fest Christi Himmelfahrt ist noch mehr als nur der suchende und fragende Blick in den Himmel. Um es mit den Worten von Angela Hager zu sagen, Himmelfahrt, das heißt auch, jetzt sind wir an der Reihe, das Unsere zu tun, damit der Himmel auf der Erde wohnen kann. Dass wir Farbtupfer setzen, wo es grau ist auf der Erde. Wenn wir bei einem Menschen bleiben, auch wenn er schwierig ist. Wenn wir da nicht nachtreten, wo jemand einen Fehler gemacht hat. Wenn wir dem die Hand halten, der haltlos geworden ist. Wenn wir die Sehnsucht nach Frieden laut werden lassen. Wenn wir wütend werden über Ungerechtigkeit. Und wenn wir hoffen, entgegen aller Hoffnungslosigkeit. Lasst uns all das tun, getragen von der großen und verrückten Hoffnung, das Leben hat einen Sinn, ein Ziel. Einmal wird es sein, dass der Himmel tatsächlich überall ist. Amen. Thank you.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Jesus Christus, du Auferstandener, du verbindest Himmel und Erde. Durch dich ist der Himmel nah. Zeige uns deinen Himmel, damit Hass und Feindschaft enden, damit wir hinter uns lassen, was uns voneinander trennt. Jesus Christus, du Auferstandener, du legst uns den Himmel in die Hände. Lass uns unseren Teil tun, damit der Himmel auf Erden Wirklichkeit werden kann. Lass uns Frieden in die Welt tragen. Bewahre deine Schöpfung und schenk uns die Einsicht, sie mit dir zu bewahren. Jesus Christus, du Auferstandener, mit dir geht der Himmel über uns auf. Sammle unter deinem Himmel die Großen und die Kleinen, die Lachenden und die Weinenden, die Wartenden und die Angekommenen, damit sie alle deine Liebe und deinen Frieden erleben. Gemeinsam beten wir zu dir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in die kommenden Tage mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.